etwas aufgehalten worden. Ach, das macht nichts. Ich habe mich inzwischen mit Ihrer freundlichen Geschäftspartnerin unterhalten. Bin ich umgesehen. Tolle Sachen. Danke, das ist schön. Ja, können wir Ihnen etwas anbieten? Kaffee, Wasser, Tee? Kaffee, gerne. Ach, könnten wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Ich habe das von einem Telefon, glaube ich, nicht richtig verstanden. Sie vertreten eine große Modekette. Das habe ich gesagt, ja. Und welche? Ach, wissen Sie, mit dem Erfolg ist das so eine Sache. Der kann auch ganz schnell wieder vorüber sein. Und in Ihrem Fall wäre das wirklich sehr, sehr schade. Wie meinen Sie das? Ich bin Polizist. Ich habe vor 1,5 Jahren im Fall Sophie Haberland ermittelt. Das war Selbstmord. Selbstmord, ja. Tragisch, aber... Aber im Zuge der Ermittlungen sind wir auf Entwürfe gestoßen. Sophie Haberlands Entwürfe. Was soll das hier werden? Ich wollte vorschlagen, dass wir dieses Gespräch heute Abend fortsetzen. Ein Glas Rotwein? Nein, danke. Überlegen Sie sich, wie viel Ihnen Ihre Karriere wert ist. Meine Nummer haben Sie. Auf Wiedersehen. Gibt es eigentlich irgendwas anderes außer Geld und Karriere, was uns verbindet? Na klar, Jonas. Das Gefühl stimmt natürlich auch. Liebe. Leidenschaft. Was sagst du dazu? Hey, lass den Mann hier nicht so hängen, ja? Sorry, ich weiß gerade nicht, ob das Gefühl stimmt. Okay. Weißt du was? Überlegst du einfach. Okay. Ja. Sollte nämlich eine romantische Angelegenheit werden. Ich habe jetzt noch einen Termin. Ich rufe dich nachher an, ja? Ja. Ich muss dir etwas sagen, Liz. Nach eurer Hochzeit habe ich mir von Thomas Geld geliehen. Viel Geld. Sehr viel Geld. Wenn du dich jetzt von ihm scheiden lässt, dann fordert er das ganze Geld sofort wieder zurück. Und ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie, wie ich. Warum machst du sowas? Hey, was ist Ihr Problem? Warum schreiben Sie Berichte über mich? Ich habe kein Problem. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie ein Problem haben. Meine Angelegenheiten gehen Sie überhaupt nichts an. Ihre persönlichen Angelegenheiten, Firma, interessieren mich nicht. Mir geht es um den Ruf dieser Abteilung. Ach, dann sollten Sie vielleicht woanders arbeiten. Gehen Sie mal einfach aus dem Weg. Hey! Hat es Ihnen Spaß gemacht zu melden, dass ich Frau Drescher etwas zu Weihnachten geschenkt habe? Sie haben eine viel zu emotionale Beziehung zu dieser Frau. Ach, seit wann kennen Sie sich mit emotionalen Beziehungen aus? Und wie ich sehe, ist Ihr Urteilsvermögen mittlerweile völlig den Bach runtergegangen. Passen Sie auf! Sie kriegen gleich einen richtigen Tritt in den Arsch. Vorsicht, Fährmann. Sie vergreifen sich im Ton.
Wenn Sie sich noch einmal einmischen, kriegen Sie richtige Probleme. Sehen Sie, genau das meine ich. Was ist das hier? Das ist Ihre Tochter? Ihre Tochter und Sie teilen ein Geheimnis. Es würde Ihre Tochter sehr schmerzlich treffen, wenn es bekannt würde. Und es würde Ihre Position im Sorgerechtsstreit um Ihren Sohn deutlich schwächen. Das ist Erpressung. Ich bitte Sie nur um eine professionelle Einschätzung. Tu t'es accroché. Okay. Ich bin fertig. Jetzt starten. Ja. Je t'ai er läuft. Geschafft. Bravo. Muss schon sagen, eine ganz passable Leistung. Ein Kompliment. Nur mit deiner Hilfe. Tausend Dank. Was bin ich schuldig? Passt schon. Ich meine, du hast ja die ganze Arbeit selbst gemacht. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du das nächste Mal wieder in die Werkstatt kommst und da eine Reparatur selber machst. Und wenn es auch nur ein Ölwechsel ist. Also, wenn du das nächste Mal wieder da bist, München ist ja nicht so weit weg, oder? Ich kenne ja jetzt den Weg. Moment mal. Ich bin also ein Waschlappen. Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es gemeint. Du bist doch kein Waschlappen. Ich würde mir nur wünschen, dass du dich im Haushalt ab und zu ein bisschen mehr einbringst. Ja, du könntest mehr Initiative in unserem Sexualleben zeigen. Wow, der hat gesessen. Kann man langsam aber sicher an den Punkt, wo wir hunderte Kilometer fahren müssen, um ein bisschen Spaß zu haben und spontan zu sein. Weißt du, wenn zu Hause alles geregelt ist, dann bin ich doch spontan. Das ist nicht spontan, das ist eine Verabredung. Ich hätte halt manchmal Lust auf ein bisschen spontane Leidenschaft. Hm? Welch hoher Besuch. Sascha, hast du es dir anders überlegt? Du bist ja gekommen, um gleich wieder wegzulaufen. Ich bin nicht weggelaufen. Oh doch? Weil du ein Feigling bist. Das ist Schwachsinn und das weißt du. Du hast mich um meinen wohlverdienten Sieg gebracht. Was willst du? Du bist Weltmeister geworden. Kampflos, das ist kein Sieg. Warum kannst du dich nicht endlich damit abfinden? Und warum gibst du nicht zu, dass du Angst hast? Angst zu verlieren. Angst vor mir. Feigling hast uns blamiert. Das ist der wichtigste Wettkampf der Welt. Und ich habe Jahre trainiert, um hier zu stehen. Und du willst meinen Titel schenken. Ein Titel ohne Kampf ist nichts wert. Du hast mir den Sieg geraubt. Sie wollte mich auflegen lassen. Das konnte ich nicht zulassen. Georg, mach keine Scheiße, ich warne dich. Sie ist in der Nacht aus seiner Wohnung gekommen. Ich habe sie beobachtet. Und habe auf den richtigen Moment gewartet. Und der Moment war perfekt, als sie aus deiner Wohnung kam. Ich weiß, was du da oben getrieben hast. Du hast sie gevögelt. Ich kann dir gar nicht vorstellen, wie stolz ich auf dich bin. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du bist so viel rumgereist. Du hast so viel gesehen. Das kennen andere nur vom Fernsehen. Ich bleib vielleicht hier.
Ich habe das Reisenset. Was? Hier in Neustadt? Das hat doch keine Perspektive. Hierbleiben, dann kann ich vielleicht aufhören. Sie nicht immer und immer und was? Immer wieder. Was müsstest du nicht? Ich mach dir was zu essen, ja? Ein Brot mit Thunfisch und Ei. Bitte nicht, ich habe keinen Hunger. Wenn du unbedingt bleiben willst, dann solltest du Herrn Wolf anrufen von der Volksbank, weißt du? Du hast immer sein Radio repariert. Warum soll ich denn anrufen? Ja, weil er es gesagt hat. Er hat gesagt, dass er dich für enorm begabt hält und was ganz Besonderes. Und außerdem hat er vielleicht Arbeit für dich. Ich habe Arbeit. Ich repariere Radios und Fernseher. Das ist doch ein Hobby. Anlageberater. Das bringt Geld. Ich kann doch kein Anlageberater werden. Du kannst doch werden, was du willst. Aber der Mann hat mich doch schon längst vergessen. Der könnte dich vergessen. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Ich höre dir zu. Nein, du belegst mir ein Brot mit Thunfisch. Und? Ich hab gesagt, ich will keins. Ich hab's nicht böse gemeint. Tut mir leid. Ich meine ja nur, ich muss doch gar nichts Besonderes werden. Es reicht doch, wenn ich einfach die Elektrogeräte repariere. Kannst du mir nicht einfach nur einmal sagen, dass das reicht? Warum sollte ich dir das sagen, wenn das nicht stimmt? Ich weiß doch, dass du so viel mehr kannst. Mein Sohn. Wenn du willst, dann kannst du Bundeskanzler werden. Du kannst alles werden. Mein Lieber. Mama, bitte. Mama! Mama! Ich wollte dir keine Angst machen. Bitte sprich mit mir. Ich habe seit Monaten Albträume, viele Menschen sterben. Das ist meine Schuld. Ich will das nicht. Mama! Ich gehe jetzt raus. Wenn ich wiederkomme, will ich dich hier nicht mehr vorfinden. Sag doch sowas nicht, Mama. Ich bin doch dein Sohn. Du bist nicht mein Sohn. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber du bist nicht mein Sohn. Verschwinde einfach. Lass mich los, verschwinde. Ich meine, ich bin's doch. Ich will meinen Sohn wieder haben. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Gib mir meinen Sohn zurück. Mama, ich bin's doch. Nein, du bist nicht Sigmund. Du bist nicht... Nein. Hör auf. Hör auf. Nein. Hör auf. Nein.